Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Tutorial. Ich habe für euch ein Häkeltuch, worauf ihr schon ziemlich lange wartet, ich weiß. Jetzt habe ich es fertig. Ihr findet die schriftliche Variante dazu wie immer jetzt in meinem Etsy-Shop oder auf myBoshi. Da könnt ihr gucken, wenn ihr das Tuch schriftlich haben wollt. Ich zeige euch das hier aber Schritt für Schritt. Also ihr müsst da jetzt nicht unbedingt die Anleitung kaufen gehen. Es ist eigentlich auch relativ einfach. Es sind nämlich immer nur zwei Reihen, die sich die ganze Zeit wiederholen. Das Einzige, worauf man achten muss, aber das ergibt sich, während man die Reihe häkelt, ist das hier. Das ändert sich hin und wieder mal ein bisschen. Also in der Mitte wird es immer mal ein bisschen anders. Aber das ergibt sich beim Häkeln, weil ihr fangt immer gleich an. Also ihr habt eine Reihe, die fängt immer gleich an. Und ihr habt die zweite Reihe, die fängt auch immer gleich an. Nur das hier in der Mitte variiert immer ein bisschen. Genau, ihr könnt das Tuch auch mal andersrum angucken. So sieht es auf der anderen Seite aus. Finde ich auch ein sehr schönes Muster. Ja, die letzte Reihe habe ich ein bisschen abgeändert, aber nur ganz minimal. Also das werde ich euch dann auch gleich zeigen. Ich ende nämlich dann immer mit diesen, ich weiß nicht, ihr seht das ja mit den fünf Stäbchen, ende ich hier bei der letzten Reihe und habe da nur ein minimales Ding abgeändert. Aber das zeige ich euch. Nur um das mal so als Abschluss eine schöne Wellenkante. Finde ich sehr schick. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, ihr wartet ja schon länger auf dieses Tuch. Und jetzt ist es soweit. So, ich habe mein Tuch aus einem Bobble von Hobby gemacht, nämlich einem Sultan Pastello hieß es, glaube ich, in diesem grün-weißen Farbverlauf. Ich weiß, ihr kennt die eigentlich alle, brauche ich nichts weiter zu sagen. Also, dieses Tuch ist ein Endlos-Tuch. Ihr könnt da ein Garn verwenden, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch das mit einem ganz anderen Garn machen. Ihr müsst das nicht mit den Hobbygarn oder mit einer anderen Bobble machen. Ihr könnt da auch völlig andere Garne für verwenden. Wenn ihr eine Bobble benutzt, dann immer so in der Regel 800 bis 1000 Meter. Ich hatte hier von Hobby 800 Meter. Habe ich nicht komplett aufgebraucht, wie ihr seht. Bin ich nicht komplett im Weißen gelandet. Das ist aber nicht so schlimm. Ihr wisst, aus Resten mache ich meistens auch noch andere Tücher. Schaut da einfach auf meinem Kanal vorbei, dann seht ihr das und wisst, was ich meine. Genau, also so circa 800 bis 1000 Meter braucht ihr. Und dann arbeite ich immer eine Armspannweite von mir. Ich bin 1,70 groß, also ist das Tuch auf der langen Seite auch circa 1,70. Das reicht mir völlig aus. Dieses ist sogar noch ein Stück größer, weil ich dann dachte, oh, behältst du so viel übrig, mach mal noch ein bisschen größer. Und wenn man es spannen würde, würde man noch ein bisschen was rauskriegen. Aber ich spanne meine Tücher nie. Ich spanne die nie. Also, ja, ich häkle die und gut ist. Ja, zu dem Garn habe ich euch mal ein Beispielgarn mitgebracht, falls ihr sowas wie Bobbles nicht kennt, woraus ich das gemacht habe. Bobbles sind diese Garne. Diese kleinen Bälle. Dies hier ist auch ein sehr schönes Garn. Ich zeige euch jetzt auch gleich die Banderole. Und ihr habt dann meistens so dreifädig, vierfädig oder fünffädige Bobbelchen, die mit so ganz hauchdünnen Fädchen versehen sind. Ja, also wenn ihr Bobbel irgendwo eingibt, dann kommen da schon eigentlich ganz viele Anbieter. Hauptsächlich auf Facebook sind sehr viele Anbieter. Und ich kann euch ja jetzt nochmal die Banderole zu diesem hier zeigen. Ja. Wo steht das Wichtigste? Ach, da steht das Wichtigste. Also wir haben 1000 Meter. Es ist vierfädig, also ca. 250 Gramm. Die Bobbeln bestehen meistens aus 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Dieses ist 100% Baumwolle, ist aber dafür auch bloß ein 800 Meter Garn. Meistens nutzt man eine Nadelstärke 3 bis 4 mm. Ich habe aber auch schon Mädels gesehen, die mit höheren Nadeln arbeiten, je nachdem wie fest oder wie locker du häkelst. Wenn du jetzt ziemlich fest häkelst, würde ich dir schon fast eine 5er Nadel empfehlen, damit das Tuch nicht so stramm wird, sondern ein schönes, kuscheliges, weiches Tuch ist.
Wenn du ziemlich locker häkelst, so wie ich, dann ordne dich mal bei einer 3 bis 2,5 sogar ein. Also vielleicht eine Vierernadel. Das muss jeder so ein bisschen für sich herausfinden, dass es eben nicht zu stramm ist, aber auch nicht zu locker. Das sieht auch nicht gut aus. Genau, so ein Mittelding. Wir brauchen so ein Mittelding. Aber wie gesagt, jeder häkelt anders. Jeder hat ein anderes schönes Empfinden. Ne? Manche mögen das, wenn es so richtig straff ist. Also ein richtig kompaktes, festes Tuch. Ich mag das eher, wenn es so wirklich luftig ist. Und ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, ich mache das wie immer. Ich zeige euch jetzt die Reihen wie immer mit diesem weißen Garn. Das ist ein ganz normales Polygarn. Ja, aber damit zeige ich immer meinen Videos bestens, wie das funktioniert, was ich von euch möchte, als wenn ich das hier mit den Garn zeige. Ist immer meistens relativ schwierig mit den Kameras. Wo ich habe eine neue Kamera. Ich hoffe, die Qualität ist euch schon aufgefallen, dass das ein bisschen besser ist im Gegensatz zu letzten Jahr. Ja, ich habe eine 4 mm Nadel von Tulip, ja, weil das lässt sich eben besser zeigen. Ihr nehmt die Garne passend zu euren Garn eine Häkelnadel. Meistens steht das drauf, was ihr nehmen sollt. Und jeder, meistens die Häkler unter uns, wissen doch schon, was sie gerne häkeln wollen. Genau. Ihr braucht später natürlich eine Nähnadel und natürlich eine Schere, um euer Garn abzuschneiden. Genau. Das habe ich hier mal mit zu liegen, damit ich das euch zeigen kann. Brauchen tue ich das nicht. So, jetzt packe ich das Tuch einmal kurz zur Seite. Und dann starten wir schon. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und habt eure Nadeln bereit. So, ich glaube, ich trinke noch mal einen Schluck. Also kurze Pause. Okay, ich denke, jetzt bin ich bereit. Jetzt können wir einmal anfangen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Nachbarn, die ziemlich laut herumtrampeln. So, wir machen eine Anfangsschlinge. Die sieht bei mir immer so aus und daraus hole ich mir meine erste Luftmasche. Ihr könnt eure Luftmasche auch so machen, wie ihr das gerne wollt. Mein Tipp nur dafür ist immer, bei der Luftmasche immer so viel Platz lassen, dass noch eine zweite Nadel mit runterkommt. Also, wenn ihr das nicht könnt, dann nehmt lieber zwei Nadelstärken größer und macht dann eure Luftmaschen. So, noch drei Luftmaschen drüber. Eine haben wir, zwei, drei. So, das Ganze schließen wir dann mit einer Kettmasche in der ersten Luftmasche zur Runde. Komplett durchziehen. So, das war eine Kettmasche. Jetzt hat man hier diese kleine Wulst und darin arbeiten wir unsere erste Arbeit, also unsere erste Reihe. So, das wollte ich sagen. Also 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Faden nehmen und jetzt arbeiten wir 5 Stäbchen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann 2 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen nach oben häkeln. 1, 2, 3, 4 und nochmal, fünfte Stäbchen nochmal. So, dann eine Luftmasche und ein Stäbchen zum Schluss. Das machen wir in der Regel eigentlich immer so. Also wir beginnen immer mit 4 Luftmaschen, haben in der Mitte 2 Luftmaschen und hier am Ende machen wir eine Luftmasche und ein Stäbchen. Jetzt kommt die erste Runde von denen, die wir immer wiederholen. Und zwar häkeln wir 4 Luftmaschen, wie ich eben schon sagte, wenden unsere Arbeit und machen hier in den Zwischenraum 2 Stäbchen. Das sind unsere Zunahmen. So, dann überspringe ich 2 Stäbchen, 2 Maschen, 1, 2, 2 Maschen überspringen, in die dritte steche ich ein und mache 5 Stäbchen.
2, 3, 4 und 5. Dann geht es weiter in die Spitze, also 1, 2 wieder überspringen. In die Spitze arbeiten wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann geht es weiter, 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen und 5 Stäbchen in die dritte Masche. Zwei Maschen überspringen und hinten in diese letzte große Zwischenraum kommen 2 Stäbchen. Bommi, musst du dich ernsthaft auf das Tuch legen, ja? 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht immer das Ende aus. Genau. So, weiter geht's. 4 Luftmaschen. Arbeit wenden. Und jetzt kommt die zweite Runde, die wir immer wiederholen. 2 Stäbchen in diesen Zwischenraum. Dann kommen hier 2 Stäbchen an Anfang. Da machen wir auch ganz normal 2 Stäbchen rein. Und dann folgen vordere Reliefstäbchen. Also steche einmal so an der Seite entlang von meinem Stäbchen, was ich in der Vorrunde gehäkelt habe. Und mache dadurch ein vorderes Reliefstäbchen. Immer da lang. Nur bei diesen 5 Stäbchen natürlich. Also ihr macht 5 Reliefstäbchen. So sieht das aus. Dann arbeiten wir 2 Stäbchen wieder. Und jetzt kommt die Spitze. Da kommen auch wieder 2 Stäbchen rein. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Sieht die Mitte so aus. So, das Ganze, was wir hier gehäkelt haben, häkeln wir jetzt auch hier. Das heißt, wir fangen wieder mit den 2 Stäbchen an. So. Und 5 Reliefstäbchen wieder. Ihr müsst auch nur die vorderen Reliefstäbchen für das Tuch können, also keine hinteren. So, die 5 Stück habe ich. Dann kommen hier wieder die 2 normalen Stäbchen. Und hier zum Abschluss unsere Zunahmen, die 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt folgt wieder Runde 2. Aber Achtung, da gibt es eine kleine Veränderung. Nicht, dass ihr euch da wundert. Achtung, wir starten. 1, 2, 3, 4 und wenden. 2 Stäbchen für unsere Zunahmen, die bleiben völlig normal. Und dann gucken wir, wir haben Runde 2 begonnen, indem wir 2 übersprungen haben, 2 Maschen und eine 5er Stäbchengruppe gemacht haben. Das machen wir hier oben auch. Also 2 überspringen und die 5er Stäbchengruppe häkeln. Wie gesagt, das wiederholt sich, das bleibt gleich, das wiederholt sich die ganze Zeit. Und jetzt kommt das Eigentliche noch zu dem Tuch. Wir überspringen wieder 2 und machen hier ein normales Stäbchen. So, das ist der Hauptmusterteil, den wir jetzt die ganze Zeit wiederholen. Also 2 Maschen überspringen, 5 Stäbchen in die dritte Masche. Wieder 2 überspringen und ein Stäbchen
passend zum Muster. Jetzt gucke ich hier vorne, das geht natürlich jetzt nicht mehr auf. Ich kann keine zwei Maschen mehr überspringen. Also fülle ich diese eine Masche mit ein Stäbchen auf und mache meine Spitze ganz normal mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und beginne diese Reihe nach oben zu häkeln, genauso wie wir die beendet haben. Also wir haben mit zwei Stäbchen geendet. Dann machen wir auch hier zwei Stäbchen. Eins und zwei. Dann kommt wieder zwei Maschen überspringen und in eine Masche fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Dann wieder zwei Maschen überspringen, in die dritte, diesmal nur ein Stäbchen, zwei Maschen überspringen, in die dritte nur fünf Stäbchen arbeiten, also immer abwechselnd, einmal fünf, einmal eine und immer zwischendurch zwei Maschen überspringen. So, und wenn man jetzt alles richtig gemacht hat, dann kommen wir genauso wie hier oben an, nämlich dass die letzten beiden übersprungen werden und zwei Stäbchen in den letzten Zwischenraum in diesen großen gemacht werden als unsere Zunahmen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Genau. So sieht das jetzt aus. Und das meinte ich hier, dieses Muster hier an dieser Ecke, das ergibt sich immer von alleine. Ihr fangt immer gleich an. Und dann braucht ihr gar nicht viel nachdenken. Ihr seht, könnt ihr noch mal zwei überspringen und das Muster arbeiten oder könnt ihr es nicht? Das ergibt sich wirklich von allein während des Arbeitens. Eins, zwei, drei, vier. Also macht euch da nicht so viel im Kopf. Und jetzt wiederholen wir hier die Reliefstäbchenreihe. Genau, ich habe ja gesagt, zwei Reihen werden die ganze Zeit über wiederholt. Zwei Stäbchen am Anfang in diesen Zwischenraum für unsere Zunahmen. Dann kommen hier zwei Stäbchen. Das hatten wir ja hier bei der anderen Reihe auch schon. Und jetzt kommen die fünf vorderen Reliefstäbchen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ein Stäbchen habt ihr hier, da macht ihr auch einfach bloß ein Stäbchen. Dann wieder die fünf Reliefstäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und dann kommen hier die ganz normalen Stäbchen. Vier Stück haben wir an der Zahl. Die häkeln wir auch ganz normal, die vier Stück. Also, eins, zwei, drei und das vierte Stäbchen. So, jetzt sind wir hier wieder oben an der Spitze angekommen. Da machen wir wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Ups. Und dann habt ihr hier wieder eure vier Stäbchen, die ihr ganz normal häkelt. Eins, zwei, drei, vier und die fünf Reliefstäbchen wieder. Eins, zwei, drei, vier. Hier kommt ein einzelnes Stäbchen, dann machen wir auch wieder ein einzelnes Stäbchen. Ups. Und wieder fünf Reliefstäbchen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ups. Und jetzt kommen wir hier am Ende an. Wieder zwei Stäbchen.
und zwei Stäbchen hier in den letzten Zwischenraum als Zunahme. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. So. Und mehr ist es nicht. Wie gesagt, die Mitte variiert immer ein bisschen. Dadurch, dass ihr immer gleich anfangt, versetzt sich das Ganze auch. Seht ihr? Hier seht ihr das nochmal ein bisschen besser. Es ist halt dann immer ein bisschen versetzt, genau. So, ich fange nochmal an mit euch, die Reihe mit den 5 Stäbchen zu wiederholen. Und dann wird ja immer die Reliefstäbchenreihe wiederholt. Also mit den 5er-Reihen immer arbeiten und mit den Reliefstäbchen immer arbeiten, wie ich das euch eben gezeigt habe. Aber wir fangen nochmal an. Also, wir machen unseren Anfang wieder mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in diese große Lücke, unsere Zunahme. Wir überspringen wieder 2 Maschen und machen 5 Stäbchen. Zwei Maschen überspringen, in die dritte wieder ein Stäbchen und das wieder abwechselnd die ganze Zeit arbeiten. Zwei Maschen überspringen, 5 Stäbchen. Moment, mein Garn ist alle. Wo war ich bei meinen 5? 2, 3, 4 und 5. Zwei Maschen überspringen und in die dritte wieder ein Stäbchen, dann wieder 2 Maschen überspringen, in die dritte 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, zwei Maschen überspringen, 1, 2, und so sieht das Muster jetzt aus und ihr seht, das hier geht wieder nicht auf. Wenn ich jetzt hier 1, 2, 5 Stäbchen mache, dann geht das nicht auf. Das heißt, hier machen wir, wir brauchen mindestens 5 Stäbchen für diesen Mustersatz. Ne? Also 5 Maschen, 1, 2, 3, 4, 5. 3 habe ich hier nur, also auffüllen mit Stäbchen. Ganz normal. 2 Stäbchen jetzt in der Mitte machen. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, dann zähle ich wieder ab, wie viele Stäbchen ich hier gemacht habe. 1, 2, 3, 4. Und die arbeite ich jetzt hier auch wieder. 1, 2, 3 und 4. Dann fangen wir wieder mit dem normalen Muster an. 2 Maschen überspringen und 5 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4 und 5. Wieder nach oben. 2 überspringen, 1 Stäbchen, 2 überspringen, 5 Stäbchen. Überspringen, 1 Stäbchen, 2 überspringen, 5 Stäbchen. Das Muster muss wieder aufgehen, hier hinten wie auf der anderen Seite. Wenn das nicht aufgeht, habt ihr irgendwo einen Zählfehler drin. Da müsst ihr nochmal durchzählen, ob beide Seiten gleich sind. Weil hier bleiben 2 übrig. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ist das Muster aufgegangen. Wir machen hier in den End wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt arbeiten wir die ganze Reihe nochmal zurück mit den Reliefstäbchen und dann zeige ich euch die Endreihe. Ich denke, ihr habt das Muster verstanden. Es sind ja bloß die 2 Reihen, die wirklich zum Wiederholen sind. Genau. So, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Und dann macht jeder erstmal für sich.
vier Luftmaschen wenden. Die Reihe beginnt wie immer mit zwei Stäbchen. Und auch das hier ist gleich, ihr habt immer wieder diese zwei Stäbchen erstmal, die ihr häkelt. Und dann fünf Reliefstäbchen. Ein Stäbchen, da kommt nur eins rein. Fünf Reliefstäbchen. Ein Stäbchen und fünf Reliefstäbchen. So, und jetzt hier die Stäbchen alle einfach nur ein Stäbchen machen. An der Spitze angekommen, mache ich wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und dann häkle ich die Reihe auf der anderen Seite genauso zurück, wie ich die hier schon hingehäkelt habe. Also das da einmal hier wiederholen. So, jetzt bin ich hier oben angekommen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Abschlussborte. Also wie gesagt, die zwei Reihen, die ihr die ganze Zeit wiederholt, habe ich jetzt schon euch genug erklärt. Ich denke, das habt ihr verstanden, was ihr machen sollt. Und jetzt fangen wir an, diese wellige Abschlussborte zu häkeln. Und die ist ganz einfach. Also, ihr müsst als letztes die Reliefstäbchenreihe gemacht haben, natürlich. Ne? Das ist eure Endreihe, bevor ihr die Borte anfangt. Und dann macht ihr hier eure vier Luftmaschen erstmal, wendet eure Arbeit und geht hier einmal in den Zwischenraum eure ganz normal eure zwei zu. Namen machen, also die zwei Stäbchen. Und jetzt fangen wir an, wieder die zwei hier zu überspringen und als erstes die fünf Luftmaschen zu machen, die fünf Stäbchen zu machen in einer Masche. So wie wir das die ganze Zeit auch schon gemacht haben. Genau, also es fängt wirklich genauso an, wie wir auch mit dieser Reihe angefangen haben, fängt auch diese Reihe an. Der einzige Unterschied ist jetzt, statt das Stäbchen, was wir hier gehäkelt haben, ja, da machen wir jetzt feste Maschen, also zwei Maschen überspringen, in die dritte diesmal eine feste Masche. Weiter geht's, zwei Maschen überspringen, in die dritte fünf Stäbchen. Fünf, zwei Maschen überspringen, in die dritte eine feste Masche. Zwei hier überspringen, fünf Stäbchen in eine Masche. Fünf, zwei hier überspringen, in die dritte eine feste Masche. Und so wiederholt sich das die ganze Zeit. Eins, zwei, drei, in die dritte, wieder fünf Stäbchen. Fünf, zwei hier überspringen, in die dritte eine feste Masche. Dann gucken wir, ob wir fünf Luftmaschen übrig haben. Also fünf Maschen, nicht zwei, nicht fünf Luftmaschen, sondern fünf Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Diesmal geht es tatsächlich auf. Das heißt, in die dritte fünf Stäbchen. Fünf. Dann die Ecke. Zwei Stäbchen rein in die Ecke, also in die Spitze,
zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen. So, wir fangen wieder genauso an, wie wir hier geendet haben. Das heißt, zwei überspringen, zwei in die dritte, fünf Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf. Ich muss mal kurz Garn holen. So, zwei Maschen überspringen, in die dritte eine feste Masche. Weiter geht's wieder. Zwei hier überspringen, dritte fünf Stäbchen. Zwei hier überspringen, feste Masche. Zwei hier und fünf Stäbchen in eine Masche. So, auch hier gilt wieder, es muss aufgehen, so wie hier hinten, wie wir angefangen haben, muss auch diese Seite aufgehen. Am Ende zwei Stäbchen sind übrig und dann machen wir unsere Zunahmen. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, und so einfach ist das Tuch eigentlich. Wie gesagt, hier müsst ihr immer auffüllen mit Stäbchen oder ihr habt ja eben gesehen, jetzt kommt eine Reihe, wo man nicht auffüllen muss. Genau, also das ist das Einzige, wo ihr immer mal aufpassen müsst, ob ihr wirklich fünf Maschen übrig habt, um das nochmal zu wiederholen. Genau, gut, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachwerken von eurem Tuch. Ich bin schon gespannt auf eure Tücher, was ihr so für Garne verwendet und wie eure Tücher später aussehen. Ihr könnt ja wie immer Bilder auf Instagram oder auf Facebook posten oder gibt's nicht. Gibt nur Instagram oder Facebook, wo ihr mich verlinken könnt oder eben in der Facebook-Gruppe, wenn ihr schöne Werke da lasst. Genau. Ah, ich glaube, ich habe gerade den Punkt verpasst. Also, die anderen freuen sich auch, wenn ihr eure Bilder da postet in der Facebook-Gruppe. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, er hat es ein bisschen rausgeschnitten. Okay, ihr Lieben, wenn euch das Video und das Tuch gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen und einen Kommentar da lasst. Und ein kostenloses Abo natürlich. Ansonsten, ihr Lieben, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Seid schön kreativ. Wir sehen und hören uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.